Willkommen zurück, Leute, zu The Legend of Zelda: Link to the Past mit dem Cornel und mir. Und heute gibt's einen Skillrun. Also was Cornel da im letzten Part abgeliefert hat, das war unter aller Kanone. Ich habe hier die Vorbereitungen getroffen, ja, die ganz großen. Es ja, ist ja alles geebnet, du musst prinzipiell nur noch verwandeln. Es ist quasi, ich habe den Elfmeter herausgeholt. Ich hoffe, das ist dir bewusst, ja. Das heißt, der Lohn gebührt eigentlich mir und du kannst dich jetzt nur noch blamieren. Du hast noch nicht mal den großen Schlüssel. Ja, aber so einen großen Schlüssel. Du hast also noch gar nichts erreicht. Gar nichts, Korn. Gar nichts. Das ist ein Elfmeter, wie gesagt. Nee. Das ist ein Elfmeter, der ganz besonderen hat. Oh, ja, wie so hätte ich, ja, natürlich, Cornel. Das hättest du natürlich. Schlecht, ey. Du hättest das natürlich ohne Probleme, ne? Wer das geh hier, doch da durch. Will zurück. Ich doch auch. Entspann dich, bitte. Wie soll ich mich entspannen? Ich habe alles komplett unter Kontrolle. Das siehst du doch. Wollo, du spielst, sagen wir mal ehrlich. Wenn ich schon so in diesem Tempel spiele, dann musst du ja quasi. Die Dinger, die stecken immer in dir drin. Total. Lass ihn einfach. Lass ihn einfach, ja. Und nachher. Der kann Herz tropfen. Boah, Alter. Ja. Ultimativer Skill. Ungefähr so macht man das und nicht anders, ne? Au, das war falsch. Hat ja überhaupt gar nichts mit Skill zu tun. Ja, das waren die einfachsten Gegner. Schnell sein. So. Halt die Fresse. Zack und runter. Habt ihr das gesehen? So macht man's. Gar kein Thema. Jetzt kommen wieder die Skelettritter. Ach du Scheiße. Die hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, so muss ich gestehen. Okay. Ja, ich weiß. Die sind ja voll einfach. Ja, das ist halt das Rätsel, ne? Dass du das nicht weißt und oh mein Gott. Bei mir hat er 8 Bomben gedroppt, weil das ein epischerer Kampf war. Ja, du hattest die einfache Version von den Gegnern. Gut! Wow! Oh Mann! Nein! Oh, was machst du? Nein! Stacheln! Was sollte das denn? Ich wollte spannend halten. Wir wollen ja nicht sofort den Tempel schon durch haben. Das wäre doch voll langweilig. Wir sind ja nicht schon ganz ein paar da drin und haben nichts, effektiv nichts geschafft. Du hast nichts geschafft. Ich habe voll viel geschafft. Ja. Wir müssen halt alles nochmal machen jedes Mal, ne? Das ist ja, halt ein bisschen der Nachteil. Ich war heute einkaufen. Du warst heute einkaufen, ich muss noch. Es gibt später bei mir, gibt es Würstchen mit Brötchen. Oh, das ist nicht schlecht. Ja, kann man machen. Ich habe heute noch nichts gegessen. Ich habe so einen Hunger. Dann geht's dir wie mir. Allerdings ist für mich auch noch lange hin, ne? Ja, richtig. Ja, für mich auch. Nein, für mich nicht. Ich bin schon 11 Stunden wach. Krass. Ist ja der Cornel, der kann dir gleich nach der Aufnahme direkt loslegen mit Fraken. Und ich muss noch umständlich einkaufen. Wieder mal die aktuelle Haul aufnehmen. Du hast doch keine Haul aufgenommen. Ich habe keine Haul aufgenommen. Ich bin so ein schlechter Mensch. Ja. Oh, fuck. Ich komme hier nicht durch. Ja, das meinst du, warum ich da so viel verloren habe? Auf jeden Fall, ich habe mir halt Brötchen, Aufbackbrötchen gekauft und eine Packung Würstchen. Geil. Was für Würstchen? Bratwürstchen oder Reiswürstchen? Was sind Reiswürstchen? Heißwürstchen, habe ich gesagt. Was sind Heißwürstchen? Du weißt nicht, was eine Heißwurst ist? Eine Bockwurst, so. Warum heißt die Heißwurst, wenn das eine Bockwurst ist? Weil es Heißwurst heißt. Du bist so schlecht. Ja, das ist so eine. Die heißt Bockwurst. Wer nennt. Das nennt doch wohl jeder Heißwurst. Ich hab noch nie in meinem Leben Heißwurst dazu gesagt. Noch nie? Nein, das ist eine Bockwurst. Das liegt vielleicht daran, dass du in Hessen wohnst. Ich wohne nicht in Hessen. Ja, aber du wohntest. Du bist ein gebürtiger Hesse. Ich wohne nicht in Hessen. Nicht? Alle anderen sind Hessen, ich komme aus NRW. Okay. Ach ja, ach so war das, genau. Da, guck mal, weil einfach jeder Hesse ist, ne? Kennst du dicke Sauerländer? Dicke Sauerländer? Dich oder was? Ja, zum Beispiel. Hier vom Metten. Die in dieser blauen Dose. Metten.
Ja, die besten Bockwürste. Blaue Dose, dicke Sauerländer, nee. Alter. Dein Leben hatten, also du hast etwas kulinarisch Hochwertiges verpasst. Ich muss sagen, ich stehe nicht so auf Heißwurst. Bockwurst! Also Heißwurst ist nicht ganz so meins. Deswegen. Das heißt Bockwurst. Ja, ich hab da noch nie Heißwurst zugesagt. In die Kommentare, ne? Ist ganz klar. Ich denke mal, dass 80% sagen werden, ja, Heißwurst ist ganz klar, ganz klar. Natürlich. So, jetzt gebe ich mir mal Mühe, pass auf. Machen wir es ein bisschen anders. Oh, das war Glück. So macht man das, so macht man das. Dann muss man einfach ganz ruhig bleiben. Gut. So. So weit waren wir noch nie. Nee, das sieht sich erstmal aus. Hä? Was, hä? Wieso ist der Schalter nicht aktiviert worden? Wieso, ich bin da dran vorbeigelaufen, links. Das geht doch gar nicht. Doch, das geht. Das kann nicht jeder, aber manche können's. Der Wahnsinn. Wieso ist da ein Schalter? Achso, damit ich zurückgehen kann. Weil ja, ich unten merke, Gott, dass ich eigentlich keinen Schlüssel habe, ne? Ja, denn wer hat den Schlüssel geholt? Wer hat's gemacht? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Weil so stehe ich eigentlich ganz gut. Ja. Ja. Doch, doch, doch. Ja, die haben Rockzipfel. Ganz locker, ganz locker. Wunderbar. Was kommt denn da jetzt? Ich weiß es nicht. Ach so, das Scheiß. Auge. Ich glaube, du musst ja rechts. Ja. Ja, aber das weiß habe ich vorbereitet. Jetzt können wir wirklich sagen, so weit waren wir noch nie. So. Boah. Akkordeon, wärst du darauf jetzt auch gekommen? Ich wäre drüber gelaufen. Boah, ich dachte gerade, wie geht das denn jetzt? Boah, sowas von gut. Ja, aber du musstest da noch hoch. Wieso? Ich gehe erstmal hier runter. Warum gehst du da runter? Ja, geh doch. Ja, der wohl erstmal loslegen muss. Ja, immer mit der Ruhe, ne? Immer mit der Ruhe. Mhm. Oh. Hallo? Ich finde den richtigen Knopf. So. Er hat so ein bisschen an Gooftrub. Oh. War das so absehbar? An ein besseres Gooftrub erinnert das Ganze. Mach nichts. Ja, ich muss was machen. Jetzt stirbst du. Ich wegen muss doch irgendwas machen, Mensch. Ja, guck mal, wie kacke das hier ist. 7000. Oh. Als wenn es gewollt wäre. Ach, ja. Komm. Nee, ja. Ich kann da nicht rüber, solange der da noch ist. Nein! Du bist so blöd. Oh, du, jetzt. Wie geht die Tür jetzt auf? Ey, wollen mich verarschen? Schieb den mal runter. Wie geht die Tür auf? Ja, dann geh nochmal rüber, dann musst du den Stein da drüben bewegen. Nein? Hä? Oh Mann, jetzt werde ich sauer. Ich hab doch gesagt, geh doch, du musst da noch nicht runter. Oh. Alter, Falter. Und jetzt ein Herz, ne? Wenn du Game Over gehst, boah. Der Weg ist auch so lang. Ja, ich weiß. Das ist ja. Könnte man fast als nervig bezeichnen. Ja. Hm. Oh, gut, das sieht gut aus. Pass auf, pass auf. Oh nein, Mann, das will ich jetzt nicht. Da kann man gar kein Leben verlieren. Ich kann überall ein Leben verlieren. Nimm den Hammer. Ja, komm, mach schon, mach schon, mach schon. Ist mir egal.
Sammel doch schon mal den Schlurf ein. Nee, ich dachte, dass man vielleicht einen Gegner spawnt oder so, wenn ich dahin trete. Also, wieso sollte das? Pass auf! Oh. Es ist schon... Mit einem Herz ist das doch alles schon ein bisschen spannender, muss man so sagen. Das hätten wir machen sollen, Cornel. Ein Herz-Run. Sobald man ein Herz einsammelt, muss man sofort wieder ein Herz verlieren, schnell. Du kannst mich mal. Sieh mal, ja genau. Ja, das war ja wohl klar. So, ja, und ich weiß auch, dass hier unten wird jetzt definitiv auch irgendwas kommen. Nicht. Oh, die Karte. Jetzt müssen wir noch einen großen Schlüssel finden. Erstmal einen Blick auf die Karte machen. Na, pass auf! Erstmal einen Blick auf die Karte werfen. Okay, waren wir schon mal ganz gut. Wir haben ja fast schon alles gesehen. Ach, wir haben ja fast schon alles gesehen. Jetzt kommt das, jetzt geht das alles ganz schnell. Ja, geh mal da rein. Da ist wahrscheinlich dann wieder... Ach, jetzt kommen wir zum großen Schlüssel. Moment, das war jetzt kein Fehler. Jetzt kommen Gegner da durch oder so. Nein. Da ist nämlich der große Schlüssel drin. Machst du da? Ja, vielleicht kommt da was. Willst du mich verarschen? Bei mir ist voll am Lenken. Du lässt den großen, du hast den großen Schlüssel. Ja. Okay. Wo muss ich hin? Ich habe keine Ahnung. Du musst gar nicht so weit. Wie kommen wir denn an die Truhe? Ja, geht's da hoch. Da war ich doch schon mal. Oder warst du da? Ne, ich war da. Ja. Aber du konntest... Was sehe ich denn da? Ich war aber gerade eben noch nicht da. Meine müden Augen. Bringt nur leider nichts, okay. Wir müssen... Und was war hier unten jetzt? Ja, scheiß drauf. Da konnte man nicht weiter. Nee, es war irgendwie. Ja genau, da kommt man auch mit dem großen Schlüssel nicht weiter. Ja, du musst da rüber, genau. Nein, links! Ja, aber da komme ich ja nicht hin. Ach, der Scheiß. Nee, geh zurück. Ich versuch's jetzt mal. Warum? Einfach mal gucken will, was du da falsch gemacht hast. Ah. Ich schwör dir, das ging vorhin nicht. Hier müssen wir auch dringend hin. Oh, und hier müssen wir unbedingt hin. Ja, genau. Oder nee, du musst es kaputt bomben. Ja, eben. Weil wenn du hier reinfällst, dann fällst du genau vor den Schlüssel. Also hinter die Truhe. Genau. Du kannst da nicht hin. Genau. Oh, die blaue Rüstung, damit machen die gegnerische Angriffe weniger aus. Boah, sieht eher scheiße aus. Ja, ne? Finde ich auch. Finde ich nicht gut. Warum hat denn keine blaue Mütze? Ja, das passt ja. Passt lila Haare, gelbes. Gelbe Mütze, blauer Umhang und rote Schuhe, ne? Wenn den einer sieht, der denkt, der hat Drogen genommen. Damit kommst du durch meinen Style-Check nicht. Das ist ganz klar. So, komm her! Der zieht zwei ab, das weiß ich. Der zieht mehr ab. Du kannst mit dem Stab durch Wände schießen, glaube ich. Na, ist mir egal, der soll da ruhig bleiben. Aber wir haben doch noch zwei Schlüssel. Das läuft hier wie am Schnürchen, du. Das ist der Wahnsinn. Der Wahnsinn! Na. Und ich weiß, was ich tue. Ich mache das hier ganz entspannt. Pass auf, auf Nummer links nehmen die auf. Alter! Was soll die Scheiße hier immer? Das ist doch echt nicht mehr normal. Wir haben immer noch den Pilz. Ja, den könnten wir auch ruhig mal abgeben, ne? Boah. Wir haben das Spiel fast durch. Hallo? Du Penner! Oh, das geht ja gar nicht. Das geht ja hier gar nicht. Warum macht er das? Weil er ein Arschloch ist. Ne, ich will die jetzt besiegen. Jetzt geht's ums Prinzip. Jetzt kannst du... Oh mein Gott, ey. Und durch die Tür. Ja. Jetzt dürft's aber auch ruhig mal vorbei sein. Oh, Feen, wie kommen wir da rein? Du bist so dumm. Ich wusste nicht, wo er hingeht. Das wusste niemand. Das wusste niemand, ey. Deine rechts ist eine Dingens. Oh, ey, die wollen mich hier doch echt verarschen. So, 48 Mal das Item auswechseln, das ist so... Ja, die kannst du doch auch so töten. Ich töte die doch nicht so, bin ich denn bekloppt? So, was war denn hier jetzt? Ich geh erstmal bei dem Schlüssel rein. Ach so.
Geh erst mal. Ja, ich muss den Skelettkrieger darauf besiegen, wa? Ach, gibt's nicht noch so ein... Oh. Nein, ach so, doch, oh. Geos, kann sein. Was hast du denn gedacht? Nichts. Wie gesagt, eine Bombe nee. Drauflegen, ne? Nee. Kriegen wir nicht noch so ein Item? Ja, aber nicht jetzt. Was kriegen wir für ein Item, bitte? Wo man, soll ich sagen? Weiß ich nicht. Weißt du nicht, was ich meine? So ein Item, wo du Blöcke mitzeichnen kannst, beziehungsweise. Vielleicht muss ich doch eine Bombe drauflegen. Die liegt nicht drauf. Ey, wollt ihr mich jetzt verarschen, oder was? Ich schwöre dir, wir kriegen noch ein Item in dem Ding. Ja, wo denn bitte? Keine Ahnung. Ey, was wollen die jetzt von mir? Kannst du den Spiegel kann man hier nicht einsetzen, oder? Ich denke mal, nee, damit kommt man wieder zum Start. Da musst du irgendwo einen Stein runterschieben. Oh. Wie gut, ja. Dass der Part vorbei ist. Ah, halt die. Cornel wird jetzt im nächsten Part in aller Ruhe den Stein suchen und jede Menge Spaß dabei haben. Bis dann und ciao. Tschüss.